Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Seit den Wintertestfahrten, wo der SF90 eine gute Figur abgegeben hat, ist bisher nichts mehr davon zu erkennen. Das Upgrade zum Spanien Grand Prix am Motor und an der Aerodynamik funktionierten nicht richtig. Das Hauptproblem ist die sehr langsame Geschwindigkeit in Kurven, wo sie keinen Grip haben und er zu viel untersteuert. Der ehemalige Sky und jetzt SRF-Experte Marc Surer ist der Meinung, dass der Bolide sich nicht mehr weiterentwickeln lässt. Das Frontflügelkonzept mit den nach außen abfallenden Flaps funktionierte bei den Wintertests, aber seit einiger Zeit scheint es nicht mehr zu funktionieren. Wollen die Italiener mehr Abtrieb beim Boliden haben, müssen sie Abstriche bei der Aerodynamik machen. Mercedes als Beispiel bringt mehr Abtrieb am W10. Jetzt hat sich das Traditionsteam aus Maranello neue Gedanken zu neuen Konzepten gemacht, die in nächster Zeit kommen sollen. Bei dem Barcelona-Test vor 2 Wochen hat Ferrari herausgefunden, dass die dünne Lauffläche der Pirellis ein wichtiger Faktor ist, denn die brauchen verschiedene aerodynamische und mechanische Eigenschaften, damit sie funktionieren. In Monaco gibt es weitere Updates am SF90 und eventuell einen Rückbau der Antriebseinheit, da es bei dem leitblanken Spektakel primär auf den Abtrieb ankommt und nicht auf die Motorleistung. Vettel und Leclerc mussten, trotz 110 Kilo Sprit an Bord, bei den großen Preisen von Australien und Aserbaidschan Sprit sparen. Das ist auch der Grund für das vorgezogene Motoren-Update, das eigentlich erst in Kanada Premiere feiern sollte. In Barcelona kam eine neue Shell-Öl-Spezifikation zum Einsatz, die das Benzinproblem beheben sollte. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel 1 Videos von mir sehen? Dann abonniert doch den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.